Ja, meine Lieben, ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Im Hintergrund ist gerade, oh Gott, meine Haare, ist gerade unser Staubsaugerroboter im Anmarsch und saugt hier so ein bisschen. Die Kleine spielt gerade mit dem. Die läuft ja immer so oder rutscht immer so hinterher und macht den immer an und aus. Das findet sie ganz toll. Ja, also, was gibt's heute in diesem Vlog? In diesem Vlog wollte ich euch erstmal zeigen, dass ich mir einen riesengroßen Traum erfüllt habe. Ja, ich habe mir mal richtig was gegönnt. Und das zeige ich euch gleich. Und dann geht's heute ans Einräumen unserer Wohnung. Denn ihr wisst ja seit dem letzten Vlog, dass wir umgezogen sind. Und zwar in unser Eigenheim. Ja, das war relativ spontan. Felix hat gesagt, also Felix sagt ja immer wieder oder hat immer wieder gesagt, komm, lass uns endlich einziehen. Und ich habe immer gesagt, na, ich fühle mich noch nicht so wohl da oben und es fühlt sich immer an wie Baustelle und ja, deswegen waren wir immer nicht so weit. Und jetzt vor 2 Tagen habe ich gesagt, komm, wir probieren das einfach mal, lass uns mal eine Probenacht machen und es hat uns so gut gefallen, dass wir jetzt eingezogen sind. Ja, Felix hat gestern schon seinen Kleiderschrank eingeräumt und das werde ich heute auch machen. Das heißt, ich nehme euch nochmal mit in mein altes Kinderzimmer. Da werden wir alles ausräumen, alles sortieren, alles in Kartons packen und dann werden wir das hier alles wieder auspacken. Ja, das wird mal was, wa? Und zwar haben wir schon unser Bett hier. Also es ist unser Bett, das schlafen wir. Lias Beistellbett ist auch schon hier. Dann habe ich hier in der Ecke meine Nähecke jetzt. Erstmal provisorisch. Ihr wisst ja, ich bekomme hier ein Nähzimmer. Aber das ist jetzt erstmal mein provisorisches Nähzimmer hier hinten. Ja, da haben wir einmal so einen Kallax stehen. Und das war auch vorher so mein Nähbereich. Das hatte ich ja drüben im Nähzimmer immer. Und da ist auch hier so ein passender IKEA-Schreibtisch dran. Und da geht es heute eben darum, das alles wegzuräumen, einzuräumen und alles. Steht auch schon mein Overlock, meine ganzen Nähzubehör, mein ganzer Stoff steht da. Hier ist der Staubsauger, wie gesagt, am Machen. Hier sind noch ein paar Stoffwindeln, weil auch die sind noch unten. Das werden wir jetzt auch die Tage alles nach oben räumen. Genau, hier steht unser Fernseher. Den haben wir ja fürs Wohnzimmer gekauft. Nur leider ist er kaputt. Ich weiß nicht, wieso. Wir haben ihn gekauft und er hat leider ganz viele Risse im Bildschirm. Sehr traurig, weil er hat 500 € gekostet. Ja, aber gut. Schauen wir mal. Wir besprechen das jetzt mit der Firma und dann schauen wir mal, was da abgeht. Ja, und dann da hinten der Staubsauger. Wollte ich euch natürlich zeigen. Ach so, hier steht übrigens noch Kakao und so, ne? Nicht wundern. Das kommt alles gleich unten in die Küche. Wir haben das nur gestern hier hochgebracht. So, und zwar wollte ich euch zeigen, was ich mir gegönnt habe. Und zwar, tada! Das habe ich mir gegönnt. Ich habe mir eine Stickmaschine gekauft. Das ist schon ein langer Traum von mir und ich wollte immer eine haben. Ich habe mir eben den Staubsauger ausgemacht. Das ist ja ein bisschen laut hier. So, also ich habe mir eine Stickmaschine gekauft. Und zwar ist das die Innovis V3. Ja, wieso, weshalb, warum? Ich wollte eigentlich schon immer eine haben und habe mir jetzt gesagt, komm, bevor ich jetzt monatelang immer hin und her überlege, mach's das einfach. Und jetzt habe ich es gemacht, habe mir, wie gesagt, meine Stickmaschine gekauft. Ich glaube, die ist auch schon angeschlossen. Ja. Die ist auch schon angeschlossen. Hat mein Felix alles gemacht. Hier ist die Verlängerungsschnur. Ja, so sieht sie aus, das gute Schmuckstück. Ist ganz schön teuer gewesen, aber einfach ein absoluter Traum. Und die Maschine ist einfach der Hammer, Leute. Die macht einfach alles automatisch. Das ist der Hammer. Hier ist sogar einen automatischen Faden-Dings. Seht ihr das? Der hat einfach automatisch gerade den Faden reingemacht. Das ist doch Hammer. Ich kann euch auch mal zeigen, was ich das letzte Mal jetzt gestickt, also das letzte, was ich gestickt habe, ist das hier. Da habe ich eine, das wird eine Jacke für Lia. Und da habe ich hier so eine so richtig süße Maus drauf gestickt. Und genau, hier mit dem Wolkenstoff. Der Wolkenstoff ist nämlich auch in der Kapuze von der Jacke drin. Und deswegen habe ich gesagt, das passt doch ganz gut. Hier ein passendes lilanes T-Shirt für die Maus. Und ja, richtig schön weich auch hier. Lia krault das immer so, wenn ich ihr das gebe, weil es echt richtig schön weich ist hier. Hier habe ich so einen schönen grauen Wollstoff genommen. Und hier ist ein richtig weicher Sweat in den Öhrchen drin.
Richtig schön. Heute geht's an einen Bagger. Da habe ich nämlich, ach so, mein USB-Stick. Den muss man da mal reinstecken. Da sind nämlich die ganzen Dateien drauf, die ganzen Stickdateien. Wenn ihr ein Video dazu wollt, dann schreibt mir einfach mal, dann kann ich das machen für euch. Genau. Weil einige interessiert es ja doch schon. Ich glaube, ich nehme mal den großen. Genau, und zwar geht es heute hier an diesen Bagger. Da bin ich schon echt gespannt, wie das ausschaut. Ich glaube, da braucht man den großen Rahmen, genau. So sieht das denn dann nachher so ungefähr aus. Ja, wie gesagt, wenn ihr ein Video dazu wollt, dann schreibt mir einfach mal gerne oder schreibt in die Kommentare, dann mache ich das total gerne. Und genau, das habe ich mir auf jeden Fall gekauft. Ein riesengroßer Traum ist in Erfüllung gegangen. Und bis jetzt bin ich auch mega happy, würde das auf jeden Fall nicht nochmal rückgängig machen. Und bin echt glücklich, dass Felix mit mir da extra durch ja, halb Schleswig-Holstein gefahren ist für diese Maschine. Bin ich auf jeden Fall mega glücklich. Genau, das mache ich wie gesagt nachher hier. Da kann ich euch, zeige ich euch auf jeden Fall vielleicht noch das Endergebnis. Ja, und das sieht auch so süß aus, oder? Richtig schön. Ja, jetzt drehe ich erstmal ganz schön schnell ein anderes Video für euch. Das wartet auch schon wochenlang für euch. Und ja, das wollte ich jetzt endlich mal gedreht haben. Und danach werde ich erstmal frühstücken gehen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Und dann geht es erstmal weiter. Ich habe jetzt den ganzen Morgen noch relativ viel am PC gemacht, weil ich ja einfach noch ein paar Sachen klären musste. Wir waren gestern beim Steuerberater noch. Und ja, da habe ich jetzt einfach noch ein paar Sachen regeln müssen. Aber das interessiert euch, glaube ich, gar nicht. Und ja, deswegen werde ich jetzt mal frühstücken gehen. Und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt das Video gedreht und zwei Kartons schon oben vom Dachboden geholt, mit denen sind wir damals umgezogen hierher. Und genau, die habe ich jetzt einfach nochmal aufgebaut. Die sind ja immer so zusammengeklappt. Und da werde ich jetzt einmal Lias Klamotten, einmal meine Klamotten reintun. Und dann werden wir die nach oben bringen. Die Kleine spielt da. Und ja, werde das jetzt gleich angehen. Werde aber erstmal was frühstücken. So, hier gibt es jetzt Frühstück. Die Kleine hat schon fast aufgegessen. Es gab Toast mit Mortadella. Genau, und dazu gibt es noch Wasser. Ne? Schmeckt es gut, mein Schatz? Nam, 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 nam. Was machst du da? Zu Mamas Essen? So, das Essen kocht. Es gibt heute Käse-Hack-Lauchsuppe. Und ich habe jetzt gerade hier zwei Salatköpfe zerschnitten. Die wurden schon etwas schlecht und die habe ich jetzt zerschnitten für die Hasen draußen. Die werde ich gleich nach draußen bringen. Maus ist hier am Aus- und Umräumen. Sie hat ja hier unten ihre kleine Schatzkammer, die sie mal ausräumen darf. Die habe ich jetzt gerade wieder eingeräumt. Ne, mein Schatz? Ja, und wie gesagt, hier kocht eben das Essen. Ich verlinke euch das Rezept einfach mal in der Infobox, wenn ich das nicht vergesse. Dann könnt ihr das ganz einfach nachmachen. So, ich habe Mittag gegessen, geduscht, die Kleine gebadet und jetzt geht es endlich weiter
mit meinem Zimmer hier oben. Ich habe vorhin schon die Hälfte meines Kleiderschranks ausgeräumt, aber die Kleine ist sehr anspruchsvoll heute. Ja, sehr anstrengend mit ihr heute. Aber geht schon. Ich bin hier gerade in meinem Zimmer, wie ihr seht, in meinem alten. Das ist so leer hier, schaut euch das an. Ja, und jetzt geht's an Lias Kleiderschrank. Der ist hier vorne. Genau, da steht der hier direkt an der Tür. Und ich habe jetzt hier zwei Kisten, wo ich die Sachen jetzt reintun wollte. Und dann bringe ich das nach unten. Tür zu. So. Genau, das hier ist Lias Kleiderschrank. Tada. Joa. Das gilt es jetzt einmal alles auszumisten. Auch mal gucken, was zu klein ist, weil alles passt auch nicht mehr. Aber, ja, der ist, glaube ich, auch schon wieder zu klein. Hat sie, glaube ich, auch nur zweimal angehabt oder so. Aber das bringen wir erstmal alles nach oben und dann wird aussortiert oben, wenn ich es wieder einräume sozusagen. Ja, die Sachen da unten sind alle noch zu groß. Aber hier muss ich mal gucken, was noch zu was schon zu klein ist und was noch zu groß ist. Was noch passt. Oben sind Bettlaken drin und so eine Unterlage fürs Bett. Hier oben sind schon zu kleine Sachen oder Decken. Zu kleine Mützen und so. Das muss ich auch alles noch wegräumen. So, sieht doch direkt schon mal ein bisschen leerer aus, ne? Da oben sind noch so kleine Sachen und hier ist Tauchschürchen, die kommen in ihre Erinnerungskiste. Und hier sind auch noch Sachen, die ich als Baby anhatte, die ich einfach nicht weggeben kann. So kleine Erinnerungsstücke. Ja, ihr Taufkleidchen sind hier auch noch. So schön, kommt auch in ihre Erinnerungskiste. Hier noch ein paar leere Haken und hier, wie gesagt, sind noch die Sachen, die noch zu groß sind. Aber das räumen wir dann auch alles oben nachher ein. So, meine Lieben, nächster Tag und weiter geht's. Die Kleine spielt hier schon wieder mit dem Staubsauger. Und ich habe jetzt hier meinen Karton mit meinen Klamotten. Das habe ich gestern noch fertig geräumt und Filz hat mir das hochgetragen. Und hier steht auch noch eine Kiste. Und ja, das werde ich jetzt alles hier in meinen Kleiderschrank einräumen. Erstmal noch die Handtücher hier raus. Die werde ich schon mal ins Bad bringen. Und dann, ja, geht's hier weiter. Meine Lieben, es geht weiter hier auf der Baustelle. Felix ist hier gerade dabei, die Treppe, ja, wie sagt man, abzuteppigen. Wir hatten hier ja so kleine Teppiche drauf. Ihr seht es hier noch, das Runde. Und jetzt Felix ist alle abgemacht. Und das war alles so ein richtig ekliges Klebzeug hier, hat er gesagt. Er hat gerade die ganze Zeit geflucht. Denn wir gehen jetzt hier an die Treppe. Oh Gott, das klebt ja alles noch. Also, hier seht ihr das. Diese Teppiche waren da drauf und die sind schon richtig abgegammelt und wir haben die auch nicht irgendwie gut behandelt, sondern die waren alle richtig dreckig so. Und jetzt geht's hier an die Treppe. Wir wollen sie, beziehungsweise hat Felix schon, hier draußen alles abgeschliffen. Oh, das ist voll weich. Oh, ganz weich. Also er hat hier die Wangen abgeschliffen, wie ihr seht. Überall. Die werden nämlich jetzt weiß lackiert. Und, auch die Stangen für das Geländer. Okay, auch die werden weiß lackiert. Und der Rest bleibt so. Und damit wollen wir eben die Treppe so ein bisschen aufhübschen. Damit geht es jetzt die nächsten Tage weiter. Genau, Filz hat jetzt hier eben den Teppich abgemacht. Die machen wir jetzt schön sauber, die Treppenstufen. Und dann kommt der neue Teppich rauf. Wir wollen so ein bisschen was Graues haben. Ich denke, das sieht dann ganz gut aus. Das ist so eine Landhaustreppe eben. So, und ich war hier gerade im Bad aktiv und unten in der Küche. Ich habe nämlich geputzt.
Ihr seht, es sieht schon richtig schön aus hier. Wir haben hier jetzt die Folie abgemacht vom Waschbecken und ja, alles schön sauber gemacht. Auch die Dusche, alle Fliesen habe ich jetzt gerade abgeschrubbt. Und hier haben wir auch schon ein bisschen Deko stehen. Richtig schön, oder? Hier haben wir die eine Pflanze, die wir jetzt bei IKEA gekauft haben. Und so zwei kleine Möwen und hier so ein bisschen was. Hier. Sieht richtig schön aus jetzt. Da haben wir auch noch die Klobürste. Ja, hier haben wir jetzt das Licht. Das funktioniert auch. Und sieht richtig toll aus mit dem Licht. Das ist jetzt das obere Licht. Da. Das funktioniert auch. Und jetzt brauchen wir hier nur noch einen Spiegelschrank. Aber so sieht es jetzt hier aus. Ich finde das so schön, diesen Anblick. Ne? Genau so habe ich mir das vorgestellt, Leute. Genau so. Ja, hier haben wir auch noch diese Aufbewahrung von IKEA. Die kommt jetzt noch hier hin. Das macht Felix gleich noch schnell. Ich glaube, das sieht dann auch richtig toll aus. So, dann zeige ich euch noch eben kurz die Küche. So, oh Gott, es riecht so gut, es riecht so gut. Ich kann euch mal kurz das Putzmittel zeigen, was ich hier benutzt habe. Und das ist das hier, der Kitchen Cleaner. Das habe ich von Action. Und das ist so genial. Das riecht einfach so gut und es macht echt super sauber. Da habe ich auch einmal hier den Allesreiniger. Und auch den Badreiniger. Genau. Ja, die beiden. Den Küchenreiniger habe ich jetzt eben, wie gesagt, benutzt. Boah, Schatz! Was? Hier ist voll die fette Spinne! Ja, ich glaub, ah! Boah, ihr geht! Leute! Gut, okay. Also ich habe hier gerade alles abgewischt, von innen, von außen. Alles poliert. Ich finde, das sieht so toll aus. Ja, und ich wollte noch zeigen, der Kühlschrank funktioniert jetzt auch. Oh, ist ganz kühl da drin. Huh. Und der Backofen funktioniert auch. Ich darf nicht für dich da nicht spinnen. Schatz, guck mal. Oh ja. Boah. Das ist ein, ja, also ich habe hier alles sauber gemacht. Alles schick. Was sagst du, Schatz? Schick, oder? Ja, wenn du von hier jetzt auf diese Küche guckst, sieht so toll aus, oder? Ja. Felix saugt jetzt und macht die Treppe hübsch. Und wir haben jetzt hier vorhin schon wieder ein paar Kartons hochgetragen. Das ist jetzt auch wirklich fast der Rest. Also mehr haben wir eigentlich gar nicht. Und ich werde das jetzt alles wegräumen, also versuchen wegzuräumen. Hier haben wir auch noch ein bisschen Wäsche. Die muss ich auch noch wegräumen. Hier haben wir schon Servietten für Lias Geburtstag. Schön in rosa. Und genau, das heißt, ich gehe jetzt hier in unser Ankleidezimmer und werde mal diese Chaos-Ecke aufräumen. Also ja, einmal alles besser zusammenräumen und so. Damit man sich das hier auch angucken kann. Das geht ja so gar nicht. Ja, hier gibt es noch ganz viele Sachen. Meinen Schrank habe ich übrigens eingeräumt, wie ihr seht. Ne? Sieht ganz gut aus, außer hier mit den Cardigans. Jetzt muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Habt ihr da irgendwie eine gute Idee? Weil es sieht immer irgendwie doof aus. Naja, gut. Auf jeden Fall werde ich jetzt das hier angehen. Und hier hinten habe ich jetzt auch schon aufgeräumt, wie ihr seht. Also es ist, glaube ich, ein deutlicher Unterschied zum letzten Mal. Ich habe hier meinen Stoff jetzt ordentlich eingeräumt. Und ja, alles ordentlich sortiert. Hier unten habe ich so ein paar Kisten, ne? Zwei Kisten von IKEA und hier noch so ein paar andere Sachen. Meine Stickmaschine, meine Overlook und meine zwei Scheren. Ja, und hier eben der Stuhl. Da steht noch eine Kiste mit Stoffresten, die ich zum Sticken immer benutze. Das möchte ich aber auch da stehen lassen, genau, damit ich das immer griffbereit habe. Ja, und sonst steht hier auch nichts und muss auch nichts stehen. Außer hier eben noch der kaputte Fernseher. Ja, aber ich finde, das sieht ganz toll aus so. Und sieht jetzt auch nicht unordentlich aus oder so, sondern es kann ja auch gut stehen.